So the Ingolstadt game started very well. Your team was up 2-0. What happened then from your point of view? We were terrible. Was ist passiert? Man hat 2-0 geführt nach Ingolstadt, beim Ingolstadt-Spiel zunächst mal. Und dann habe ich gefragt, was ist dann passiert aus deiner Sicht? Hat er gesagt, wir waren einfach schlecht. Das ist es wohl. Well, our first four minutes into the game, we had two bad shifts as far as changes. And you know what, when you get on a winning streak, sometimes you take consciously, you're not doing it, but you just have a little less focus, a little less attitude, and we want to fix that today. Also es ist so, wenn du eine Serie gestartet hast, dann kann es passieren, dass du unterbewusst ein bisschen weniger Fokus hast, ein ganz kleines bisschen weniger gibst und schon kann das passieren, was gegen Ingolstadt eben passiert ist, dass man dann eben verliert. Und das soll heute eben besser sein, das soll heute repariert werden. How are you going to do that? What kind of team is Düsseldorf? They skate real well, they're well coached and you know what, it'll be a great challenge for us. We're looking forward to it. I mean... Anytime you play one of the top teams in the league, you want to get up for it, and that's what we want to do. Düsseldorf ist ein gutes Team, läuferisch starkes Team. Die sind sehr gut gecoacht. Und immer wenn du gegen Spitzenteam spielst, ist es eine besondere Herausforderung. Und die wollen sie heute eben annehmen. Is there something special after a winning streak, 7 wins in a row, and then you lose? Is there something special you tell the guys then? No, I think we just... We had a nice video session about the game and we didn't manage the game properly. I don't think we were ready to play the way we're capable of playing. But having said that, it's been a great month as far as what's happened. But let's take care of the future rather than talk about the past. Lieber sollen wir über die Zukunft sprechen als die Vergangenheit. 7 Spiele gewonnen. Ich habe gefragt, sagt man dem Team dann was Spezielles, wenn man eben dann das Spiel verliert hat? Er hat gesagt, nee, wir wollen uns jetzt darauf konzentrieren, was jetzt kommt. Wir hatten einen guten Monat, aber das zählt nicht mehr. Jetzt geht es um die Zukunft und um das Spiel eben gegen die DG. Have a good game. Thanks.